Dann bin ich ab jetzt wohl allein unterwegs. Also, ich bin jetzt auf dem Weg zum Yamaha-Händler. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass mehr kaputt ist, als man ursprünglich vermutet hat. Aber die Angst habe ich immer, wenn ich zur Werkstatt gehe. Ich sitze jetzt schon eine Stunde hier. Die haben eine halbe Stunde berechnet eigentlich im Angebot. Schauen wir mal, ob das wirklich so funktioniert, wie die sich das vorstellen. Boah, fühlt sich das anders an. Also wenn man jetzt wieder drauf sitzt, es fühlt sich jetzt natürlich komplett falsch an, weil ich jetzt anderthalb Wochen komplett mit einem verhunzten Lenker gefahren bin. Oh, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an. Dann fuhr ich gemeinsam mit Sophie nach Spanien. Das hier sind übrigens die Pyrenäen. Die sind einfach wahnsinnig schön. Und dann brach tatsächlich auch schon der letzte Abend gemeinsam an. Naja, und dann hieß es Abschied nehmen. Dann bin ich ab jetzt wohl allein unterwegs. Ich hasse Abschiede, Alter. Das war gerade alles extrem traurig. Ich habe kaum was gefilmt, weil ich finde, es geht niemandem was an, aber alter Schwede. Ich gucke die ganze Zeit auf mein Handy, ob sie schreibt und so. Ja, also erstmal eins vorweg, bevor wir jetzt überhaupt großartig einsteigen hier. Wir sind immer noch verheiratet, wir sind gnadenlos verliebt, noch schlimmer als am ersten Tag, also was die Beziehung angeht, alles top und so weiter. Das Problem ist nur, und warum Sophie jetzt umgedreht ist, ist, dass sie schon seit, ja, ich würde sagen, vielleicht 2 Jahren oder so, ein bisschen so ein paar gesundheitliche Einschränkungen mit sich rumschleppt. Und das ist immer mal wieder aufgeblitzt, so bei unseren vorherigen Touren. Aber wir haben gesagt, hey, wir wollen es auf jeden Fall probieren. Und aber haben jetzt gemerkt, es wird nicht besser, im Gegenteil, es wird schlimmer. Details kann euch Sophie vielleicht irgendwann mal verraten, falls sie da drauf Bock hat. Ich will da jetzt nichts sagen, ohne dass sie das irgendwie, dass es aus ihrem Mund kommt. Ne? Ich kann mich einfach nicht einlassen. Ich habe die ganze Zeit nur Sorgen und Schmerzen. Und das ist irgendwie blöd. Gesundheitliche Einschränkungen, die vor allem halt durchs Motorradfahren befeuert werden. Ja, es hat einfach nicht funktioniert für sie. Es ist nicht so, dass sie gesagt hat, ihr ist langweilig, also keinen Bock mehr drauf. Wir haben gemerkt, so wie wir reisen, funktioniert das für sie nicht, für ihren Körper nicht. Ich bin aber trotzdem unfassbar stolz auf sie, dass sie es trotzdem probiert hat und dass sie es so weit geschafft hat. Ja, sie musste jetzt halt eine Entscheidung treffen, weil das Problem ist, es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten 3, 4 Wochen oder so, wird dann langsam mal der Winter kommen in Zentraleuropa und wenn wir dann irgendwo unten sind in Afrika oder sowas, dann wird es auch noch schwerer, wieder zurückzugehen. Mein Plan ist, so schnell wie möglich zurückzufahren, umzusatteln auf ein Auto und mit dem Auto wieder herzufahren und dann wieder Teil der Reise zu sein. Also ich möchte ja weiterreisen, ich glaube einfach, dass es für meinen Körper besser ist, das Vehikel dafür zu wechseln. Wenn ich mit dem Auto da bin, kann ich ein bisschen mehr Kamera-Equipment tragen. Das heißt, die Videos werden wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich kann mehr filmen und also ich will da kein großes Ding draus machen, sondern einfach nur umhüpfen und weiter geht's. Also ich denke, bis ich ein Auto gefunden habe, was in mein Budget passt, was ungefähr so groß ist, dauert es schon seine Zeit. Ich rechne mal mit einem Monat. Das heißt, ich fahre zurück, bin einen Monat weg und komme dann wieder. Keine Ahnung. Ich habe selbst so eben meine Wehwehchen gehabt über die Jahre. Vielleicht der eine oder andere von euch auch. Und man realisiert irgendwann, dass Gesundheit wirklich das Allerwichtigste ist. Und wenn die nicht da ist, ist ja die Basis, ne? Dann kannst du so einen kompletten Trip einfach in die Tonne treten. Das ist wie wenn du kein Wasser oder kein Essen hast. Also genau, insofern bin ich hardcore stolz auf sie, dass sie die Entscheidung getroffen hat. Es ist natürlich auch nicht leicht mit so vielen externen Einflüssen, weil
Du erzählst monatelang deinen Freunden, deiner Familie, ja, du gehst auf diese große Reise. Man erzählt es euch als Zuschauer. Man hat Sponsoren. Es hängt auch ein bisschen unser Lebensunterhalt von dieser ganzen Geschichte ab und so. Und da dann den Mut zu haben und zu sagen, ja, okay, ich tauche jetzt nach einem Monat daheim wieder auf und starte dann einen neuen Anlauf, ist halt, glaube ich, erstmal angsteinflößend. Also ich wollte jetzt nicht heimgehen müssen und meinen Freunden erzählen oder erklären müssen, warum ich jetzt wieder da bin, nachdem ich da ein halbes Jahr oder länger drüber gelabert habe, was ich da alles Tolles vorhab. Und ich habe genau ein Land abgegrast. Ja. Es ist verflucht schwer für sie, glaube ich. Aber ich bin sehr stolz auf sie. Sie sucht momentan nach einem Allradfahrzeug, damit wir weiterhin genau die Geschichten machen können, die wir bisher gemacht haben. Sie mit dem Auto, ich mit der Tenere. Und ich glaube aber, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das ist eine richtig geile Kombi dann. Weil ich nämlich viel Gepäck dann bei ihr in die Karre schmeißen kann. Das heißt, mein Bike wird leichter. Wir können auch mehr Filmequipment mitnehmen, mehr Festplatten, größere und mehr Linsen und alles Mögliche. Das heißt, wir können viel besser filmen. Sophie hat dann auch nicht diese komischen Motorradklamotten an und so und kann dann auch mal irgendwie vorfahren in einer kurzen Hose und mich dann filmen, wie ich irgendwie vorbeifahre und so. Das macht man ja, wenn man diese schweren Klamotten anhat und alles bei 30 Grad oder so, macht man das ja dann nicht mehr. Die Honda will sie nicht verkaufen. Die liebt sie sehr. Für die Leute, die sich dann fragen, so, ja, wie ich abonniere euch hier wegen Motorrad-Content oder was auch immer oder wegen Sophie oder so. Keine Angst, Sophie ist auf jeden Fall weiterhin auf dem Kanal. Es wird auch weiterhin viel Motorrad-Content geben natürlich, dadurch, dass ich mit der Tenere unterwegs bin. Aber ich glaube, es bietet sich auch an, so ein bisschen auch dann irgendwie mal ja, das Auto zu filmen oder sowas. Keine Ahnung, was es am Ende wird und wie es dann aussieht oder so. Aber ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst, eigentlich bleibt alles so, wie es ist. Nur Sophie ist dann eben halt mit einer Karre unterwegs. Wir werden trotzdem die Reise fortsetzen, werden trotzdem weitermachen. Also es ist kein Reiseabbruch oder sowas, sondern es ist eher, man zieht sich ein anderes Paar Schuhe an. Also, ne? So würde ich sagen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ey, was bist du für ein Ehemann, warum bist du nicht mitgekommen? Wenn jemand kaputte Knie hat oder sowas, dann fährt er auch nicht mehr großartig Offroad-Motorrad. Ne? So um den Dreh geht's, ja. Und aber jemand mit kaputten Knien, der würde es trotzdem noch schaffen, 2 Tage Autobahn nach Hause zu fahren ohne ärztliche Betreuung, so ungefähr. Deswegen haben wir gesagt, hey, ich habe persönlich gar keine Lust und ich glaube auch, dass es mir nicht gut tut, dann den deutschen Winter jetzt damit zu verbringen, für Sophie ein Auto zu suchen und ich wohne dann wieder bei meinen Eltern. Also das sehe ich gar nicht, es wird eh schon früh genug dunkel und dann wird es kalt und dann sitze ich da und warte nur auf Sophie. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn und ich glaube, das tut auch der Beziehung nicht gut, weil ich dann die ganze Zeit so einen Stress schiebe oder sowas im Hintergrund. Und so wie es jetzt ist, kann ich einfach alleine mal gucken, wie ich klarkomme. Und ich glaube, das tut mir dann auch nach ein paar Tagen eingewöhnen und tut mir das, glaube ich, auch ganz gut. Und ihr tut es gut, dass sie in ihrem Tempo einfach die Karre suchen kann. Sie hat nicht den nölenden Luke im Nacken, der die ganze Zeit sagt, ja komm, nimm die Karre, wir wollen los. Sondern sie kann sich Zeit lassen, die sie braucht. Es ist so krass, weil es kommt immer anders, als man es plant. Es ist egal, was man plant. Und deswegen planen wir eigentlich gar nicht. Wir haben ja null Plan, von nix. Und trotzdem kommt's anders. Und jetzt stell dir vor, du hättest deine Apartments vorgebucht, Visa beantragt, was auch immer und... Oh, nö. Zum Glück haben wir all das nicht gemacht. Dann werden wir mal schauen, wie wir die nächsten Tage gemeinsam verbringen können. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Ciao, ciao.